Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ich heute wieder für euch backen darf. Und zwar gibt es heute einen super leckeren Apfelkuchen. Warum ist der so lecker? Der ist einfach genial, weil ich finde, dass die Kombination von den besten Dingen ist. Wir haben einen Mürbteigboden. Ich liebe Mürbteig. Mürbteigboden geht immer. Dann drauf eben im Prinzip so eine Art Apfelmus, also relativ reduziert aufs Wesentliche, aber echt super lecker. Und obenauf mit einer Eischneehaube, die glänzt und einfach nur so leicht und luftig ist, wie so eine Wolke, die da oben drüber schwebt. Ja, anders kann ich es nicht beschreiben. Einfach wirklich, wirklich extrem lecker. Und wir fangen an, die genauen Zutaten, Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir starten auch gleich los. Anfangen dann mal mit der Zubereitung vom Mürbteig. Im Prinzip ist es ein bisschen eine andere Art von Mürbteig. Ich habe 3 Eigelb in den Teig mit reingepackt, gepackt, weil ich einfach auch relativ viel Eiweiß brauche und da nicht so die Verschwendung möchte. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, wir machen einfach nicht so den klassischen, weil da kommen eigentlich nicht unbedingt Eier rein, zumindest schon gar nicht 3 Eigelb. Aber es passt super und somit haben wir einfach nicht so eine mega Verschwendung an Eiern. Genau, oder halt Überschuss an Eigelb dann. So, wir fangen an. Ihr gebt euch im Prinzip einmal nur das Mehl in den Mixtopf mit der Prise Salz. Dazu geben wir den Staubzucker. Na. Die Zitronenschale, die ist echt wichtig. Diesen Abrieb einfach für ein ganz feines Aroma. Und die Butter. Natürlich eben Eigelbe. Schon haben wir alles drinnen und jetzt kommt unser Deckel drauf. Und das Ganze wird für 20 Sekunden auf Stufe 5 miteinander vermischt. So, nachdem der Teig jetzt vermischt wurde, schaut er so aus. Und wir geben uns den jetzt auf eine bemehlte Arbeitsfläche, stürzt es euch aus. So. Wichtig ist aber dem Rezept, dass die Butter kalt ist. Mit einem Spatel nachhelfen. So, jetzt tatsächlich ich den einmal nur kurz auf dieser bemehlten Arbeitsfläche so glatt kneten, dass alles schön verbunden ist miteinander. Und ihr seht, man kriegt natürlich durch die Eigelbe ein bisschen bessere Bindung noch. Das heißt, er ist nicht ganz so bröselig und er hat eine wunderschöne Farbe, wie ich finde. Das ist natürlich, hat man das auch dann dem Eigelb zu verdanken. Seht ihr das? So, und das wird jetzt einfach mal quasi so ein bisschen flach. Ich bin da nicht der Fan von einer Kugel, weil ich muss ja nachher ausrollen. Also mache ich es mir gleich so ein bisschen flach. Popsch klopfen. So. Auf einen Teller mit Frischhaltefolie einmal einpacken und ab in den Kühlschrank. Und nur so lang, während wir einfach im Rezept weitermachen. So. Der Teig ist im Kühlschrank. Jetzt wird der Mixtopf gespült. Ihr dürft euch bitte den Ofen vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze und eine Springform mit 26 cm dürft euch ausfetten. Das heißt am besten mit meinem selbstgemachten Backtrennmittel oder einfach mit Butter und Mehl. Schön vielleicht auch Backpapier unten reinlegen, wie ich das dann habe. Und wenn der Mixtopf sauber ist, geht es mit den Äpfeln weiter. So, jetzt haben wir unsere geachtelte Äpfel. Die darf ich eben Äpfel schälen, Äpfel entkernen und einfach in so Spalten schneiden. Die kommen jetzt in den Mixtopf. Ihr könnt da natürlich auch eine Tarte zum Beispiel draus machen. Dann nehmt ihr einfach eine Tarteform. Also ist genauso eine Option. So, jetzt geben wir uns die Äpfel da rein. Dazu kommt Zucker, Zimt und Vanillezucker, also die Mischung einfach.
Da habe ich jetzt wieder einen Rohrohrzucker verwendet, einfach weil, ja, weil ich den einfach fast lieber mag und er auf der etwas gesünder ist auch. So, dann der Deckel drauf. Jetzt wird das Ganze für 10 Sekunden auf Stufe 5 einmal zerkleinert. So, so schaut das zerkleinert aus. Im Prinzip schon so ein bisschen breimäßig. Und jetzt tun wir das Ganze ohne Messbecher für 12 Minuten auf 100 Grad Stufe 1 kochen. So, nachdem das jetzt richtig schön eingekocht worden ist, müssen wir uns das zerkleinern. Dazu tatsächlich einfach nur mal den Deckel drauf. Messbecher unbedingt wieder einsetzen, sonst ist es echt nicht gut. Und dann 30 Sekunden einfach auf Stufe 5 zerkleinern. So, jetzt ist unser Apfelmus fertig. Wir haben ein wunderschönes, sage ich das, Apfelmus. Also ganz einfach und schnell funktioniert das. Das tun wir uns jetzt da mal raus in eine Schüssel. Und der zimt und den Zucker könnt ihr übrigens auch komplett weglassen, wenn ihr das wollt, und durch jegliche Zuckerarten natürlich auch ersetzen. Oder ihr habt einfach wirklich schon so süße Äpfel. Wie gesagt, an die Süße einfach ein bisschen anpassen, die Zuckermenge. So, und jetzt ist wichtig, dass wir den Mixtopf ganz, ganz, ganz sauber spülen. Wirklich auch fettfrei fürs Eiweißsteifschlagen. Da verlinke ich euch auch gerne das Video, welche Vorbereitung ihr da am besten trefft dafür, damit euch das einwandfrei funktioniert. So, jetzt tun wir uns den Teig ausrollen auf die Größe der Springform, aber auch nur mehr, weil wir brauchen einen Rand, natürlich. Und drum fange ich mal an, dass ich mal einfach so groß ist schaffe. Ich sage euch dann ungefähr die Durchmesser. Also wir haben 26 cm Durchmesser von der Springform plus nun mal circa, ja, also ich würde sagen, 30 cm Durchmesser müsste reichen, aber sage ich das dann noch. Einfach schön rund ausrollen. So, ihr seht, das sind jetzt bei mir laut meiner Teigmatte ca. 30 cm. Und da, die hebe ich mir jetzt da rein und ziehe mir einfach den Rand ein bisschen hoch und schaut es nur wichtig, dass ich da bei dieser Mulde vom Boden zum Rand rauf unter dem Boden, also unter dem Teig, nicht zu viel Luft entsteht. Und ihr müsst da einfach ein bisschen aufpassen, nicht zu dünn ausrollen, möglicherweise, dass er bricht. Aber einfach rein da damit. Ja. Ab in die Form. It was at this moment that she knew she fucked up. Was f***t die? Sollte euch das wie mir auseinanderbrechen, dann das einfach Krone richten, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Mir ist das letztes Mal nicht passiert, diesmal schon. Ich weiß nicht, warum, weshalb, egal. Vielleicht hätte der Teig noch ein bisschen länger kühlt gehört, glaube ich zwar nicht, aber egal. Auf jeden Fall, das euch dann einfach händisch in den Boden reindrücken und dann den Rest einfach am Rand entlang festmachen. So, so soll das im Idealfall dann ausschauen. Okay, also ihr habt es einfach am Boden ausgekleidet, schön den Rand hochgezogen, dann nehmt euch einfach eine Gabel und stecht euch schön gleichmäßig im Boden und am Rand
einfach ein paar Löcher rein. Der kommt jetzt in den Backofen und zwar für 20 Minuten wird der vorgebacken und dann, wenn wir gegen Ende der Zeit, also 4 bis 5 Minuten brauchen wir für den Eischnee, das könnt ihr dann schon mal einrechnen, machen wir dann auch gleich. So, jetzt ist das Apfelmus richtig schön abgekühlt, es ist der Kuchen nur kurze Zeit im Ofen und bis der fertig ist, machen wir uns nur schnell unseren Eischnee, unsere Baiserhaube eigentlich. Genau, und zwar geben wir dafür den Rühraufsatz in den sauber fettfrei gespülten Mixtopf und 5 vor 12, also Mastermesser, verlinkt mir euch gerne das Video dazu. So, da geben wir das Ei klar von den 5 Eiern ein. Dazu einfach eine Prise Salz und den Zucker. Und das Ganze wird jetzt für 4 bis 5 Minuten, schaut es einfach noch 4 Minuten, also ich stelle jetzt einmal 4 Minuten ein. Das soll ja glänzen, er soll nicht überschlagen werden, dann bildet er so, schaut er so schaumartig aus, das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen einfach eine glatte, glänzende Masse, Eischaummasse. 4 Minuten, Stufe 3,5 und dann schauen wir es uns mal an. So, unser wunderschöner Eischnee. So soll er ausschauen und nicht mehr. Das heißt, wenn er bei euch nach 4 Minuten so ausschaut, passt alles. Ansonsten hängt es nur ein bisschen was dran. Jetzt habe ich da aus dem Ofen geholt den vorgebackenen Mürbeteigboden, der wunderschön ist. Und jetzt geben wir da drauf unsere Apfelmasse. Das ist auch so ein Notfallkuchen-Torte, darf ich mal echt sagen, weil sie geht wirklich schnell. Man braucht eigentlich nur Eiermehl, Zucker, Äpfel, also nichts groß Aufwendiges, sage ich mal. Er geht relativ schnell nebenbei und ist einfach ultra lecker. So, dann darf ich das da so drauf verteilen. Ein bisschen glatt streichen. So. Und dann da den Rühraufsatz raus. Den Eischnee mal da rausholen. Glatt streichen. So, jetzt, wenn ihr den da drauf verteilt habt, seid ihr einfach mit einer Gabel so ein bisschen versuchen, so Zacken zu machen. Ihr könnt das auch im Endeffekt mit dem Spatel probieren. Ihr könnt euch da voll austoben, aber das funktioniert so ganz nett. Das ist wie so eine Spirale verwendet. Also so, ja. Jetzt drehen. Genau, nicht zu weit reinfahren, dass sich nicht die Apfelmasse mit aufrührt. Und dann haben wir da so ein bisschen Spitzchen und erhöhte Stellen. Und jetzt kommt das Ganze nur mal für 15 bis 20 Minuten ins Backrohr bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Einfach ein bisschen drauf schauen, dass euch das Baiser nicht zu dunkel wird. Und wenn da einfach alles richtig schön gebräunt ist, dann wisst ihr, es ist fertig. Dann lasst ihr es raus, dann lassen wir es abkühlen. Und geht dahin. 20 Minuten später. So, nach 20 Minuten Backen schaut das so aus. Schön gebräunt, aber nicht zu dunkel. Und wie gesagt, sollte es zu braun werden, einfach ein bisschen abdecken, kein Problem. Nur nicht zu lange backen. So, wir schauen da jetzt rein. Das heißt, ich mache mir einfach mal die Springform auf. Wenn gut gefettet, löst sich das auch super. Ja, da ist noch was rausgebrochen. War wahrscheinlich ein bisschen zu dünn. Auf jeden Fall schneide ich den jetzt nur fertig an. Schneidet euch einfach die Stücke raus, wie ihr es gern hättet. Am besten einmal halbieren. Beim Schneiden hört man schon, wie fluffig einfach dieser Eischnee ist. Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich, wirklich ein Wahnsinn. Mm-hmm.
Und jetzt einfach die Kombination mit dem Eischnee, mit dem Apfelmus, dann der Mürbteig noch dazu. Also, ihr seht, bei mir ist es noch ein bisschen weich, das muss einfach noch ein bisschen länger abkühlen. Ihr könnt es auch kühl stellen und einfach auch wirklich am Vortag ideal vorbereiten und mal 2-3 Stunden richtig schön durchkühlen lassen und auskühlen lassen. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Ich muss jetzt auch probieren. Der Schaum, also der Eischnee da oben, die Schneehaube, dieser Träumchen, und die zergeht im Mund. Also das ist so ein Lüftchen. Und dann noch der Mürbteigboden. Einfach geil. Mal nur kosten und schwupp, ups, die Torte ist weg. So, stopp. Einfach geil. Also, ausprobieren, nachbacken, mir gerne einen Kommentar da lassen, wie euch das geschmeckt hat, wie euch das Video gefallen hat, genauso gefällt mir, Daumen hoch. Freut mich genauso, ich wünsche euch ganz viel Spaß weiterhin. Alles Liebe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!